Mit Wasserwerfern räumte die Polizei eine von Demonstranten besetzte Straße nahe des AfD-Bundesparteitags. Foto: Deutsche Presseagentur. Die Rechtspopulisten wollen in Hannover ihren neuen Bundesvorstand wählen. Vor dem Veranstaltungsort löste die Polizei Sitzblockaden von Demonstranten auf. Die AfD hat ihren 8. Bundesparteitag in Hannover mit einiger Verspätung begonnen. Vor Beginn war es am Samstagmorgen zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Wasserwerfer eingesetzt. Zuvor hätten die Demonstranten trotz mehrfacher Aufforderung eine Zufahrtsstraße zu dem Kongresszentrum nicht geräumt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem habe es seit 7 Uhr morgens wiederholt Störaktionen und auch Angriffe auf Polizisten gegeben. In zwei Fällen hätten Demonstranten versucht, Autos an der Zufahrt zu dem Ort des Parteitages zu hindern, sagte der Sprecher weiter. Dies habe die Polizei aber unterbinden können. Der für 10 Uhr geplante Auftakt des Parteitags verzögerte sich. Gegen den Parteitag sind mehrere Demonstrationen angemeldet, zu denen einige tausend Teilnehmer erwartet werden. Neben breitem Protest aus dem bürgerlichen Lager waren im Vorfeld auch Versuche linksgerichteter Gruppen erwartet worden, den Parteitag zu blockieren. Der Parteitag ist der erste seit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl einer neuen Parteispitze, die aktuell von Jörg Meuthen geführt wird. Der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Georg Patzderschi, bekräftigte kurz vor Beginn der Veranstaltung seine Absicht, für einen der beiden Spitzenposten zu kandidieren. Bei seiner Rede zu Beginn des Parteitags dämpfte Parteichef Meuthen, der wiedergewählt werden möchte, die Erwartungen. Einen Showdown, La Essen 2015 erwarten Sie von uns auf diesem Parteitag bitte nicht. TSP, AFP, Deutsche Presseagentur. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Lesen Sie hier noch einmal unseren Vorbericht zum AfD-Bundesparteitag. Wer übernimmt in der AfD das Ruder?